In einem Königreich voller Glück und Freude lebten der König und die Königin. Sie träumten nur von einer Sache, ein Kind zu haben. Als sie bereits alle Hoffnung verloren hatten, wurde ihre Tochter geboren. Sie war sehr süß und schön. Zu diesem Anlass wurde ein großes Fest veranstaltet und viele Gäste wurden in den Palast eingeladen, darunter auch gute Zauberinnen. Sie wurden herzlich und herzlich empfangen. Aber der König und die Königin machten einen großen Fehler, sie vergaßen, eine andere Zauberin einzuladen. Sie hatte ihren Turm seit vielen Jahren nicht mehr verlassen und alle dachten, sie sei vor langer Zeit gestorben. Als die Zeit gekommen war, der Prinzessin Geschenke zu machen, belohnten die Feen sie großzügig mit Schönheit, einem freundlichen Herzen, Intelligenz, einer schönen Stimme, der Fähigkeit zu tanzen und verschiedene Musikinstrumente zu spielen. Als die letzte Zauberin an die Reihe kam, betrat unerwartet eine böse Fee die Halle, die sie vergessen hatten, zu den Feiertagen einzuladen. Besteck wurde sofort für sie gebracht, aber sie fühlte, dass sie nicht so respektvoll empfangen wurde, wie sie sollte. Sie zog den Becher und den Teller von sich weg und murmelte eine Beschwörung. Die Zauberin wünschte, dass die Prinzessin am Tag ihres 16. Geburtstages ihre Hand mit einer Spindel stach und daran starb. Die Königin weinte bitterlich auf Wunsch der bösen Zauberin und der König befahl, die Hexe zu ergreifen. Aber sie war bereits mit einem bedrohlichen Lachen verschwunden. Glücklicherweise hatte die letzte der Feen noch keine Zeit, der Prinzessin ihren Wunsch zu sagen. Sie konnte den Zauber nicht rückgängig machen, versprach aber, dass das Mädchen nicht sterben würde, sondern nur tief einschlafen würde, bis sie durch den Kuss der Liebe geweckt wurde. Der König befahl sofort die Zerstörung aller Spindeln im Königreich. Und dann kam der Tag des 16. Geburtstages der Prinzessin, der Tag, über den die böse Fee sprach. Die Prinzessin wuchs zu einem schönen und freundlichen Mädchen auf. Der König befahl drei Zauberinnen, über sie zu wachen. Die Feen bewachten sie wie den Apfel ihres Auges. An diesem Tag sperrten der König und die Königin das Mädchen in einen Raum, um ein schreckliches Ereignis zu verhindern. Aber die Prinzessin wollte nicht eingesperrt werden. Plötzlich erschien eine Tür in der Wand ihres Zimmers, die das Mädchen noch nie gesehen hatte. Sie hörte seltsame Geräusche vor der Tür. Das Mädchen brannte vor Neugier und wusste nicht, was sie erwartete. Die Tür führte in einen dunklen Raum, in dem eine Frau mit dem Rücken zur Prinzessin saß. Sie drehte sich. Das Mädchen hatte noch nie in ihrem Leben eine Spindel gesehen. Sie wurde neugierig. Die Prinzessin ging zur Spindel, berührte sie, stach in ihren Finger und fiel in einen tiefen Schlaf. Und diese Frau erwies sich als böse Fee, die sehr glücklich war, dass ihr Zauber wahr geworden war. Jetzt nannten alle die Prinzessin Dornröschen. Als die freundliche Zauberin von dem Unglück erfuhr, beschloss sie, den König und die Königin und das ganze Königreich einzuschlafen, bis das Mädchen aufwachte. Bald wuchsen solche undurchdringlichen Baumdickichte und dornigen Büsche um die Burg herum, dass niemand durch ein solches Dickicht kommen konnte. 100 Jahre später ging ein hübscher Prinz aus einem anderen Königreich auf die Jagd. Als er von Weitem die Türme des verlassenen Schlosses sah, erinnerte er sich an die alte Geschichte über das Dornröschen, die ihm seine Eltern erzählt hatten. Und der Prinz beschloss, hineinzukommen. Er bemühte sich, durch das undurchdringliche Dickicht von Bäumen und dornigen Büschen zu gelangen. Am Ende näherte sich der Prinz den Toren der verlassenen Burg. Er ging um das gesamte Schloss herum und schaute in den Thronsaal. Dort sah der Prinz den König und die Königin schlafen. Dann bemerkte er in einem der Zimmer Dornröschen, sie schlief auf einem mit Blumen geschmückten Bett. Der Prinz ging zum Bett, sah die schöne Prinzessin an und fühlte, wie Liebe sein Herz erfüllte. Er konnte sich nicht zurückhalten und küsste Dornröschen. Und in diesem Moment öffnete sie die Augen und sah einen hübschen Prinzen. Der König und die Königin wachten ebenso auf wie das ganze Königreich. Sie waren überglücklich. Und zu Ehren von Braut und Bräutigam wurde genau dort die schönste Hochzeit arrangiert, die die Welt je gesehen hat. Seitdem haben sie glücklich gelebt.